Ja, du. Gehörst du zu den 100.000 Schülern, die in diesem Schuljahr ihre ZB10 schreiben? Dann bist du genau richtig hier. Ich möchte euch heute erstmal die Daten geben und eine kurze To-Do-Liste anfangen, die ich dann immer weiter erweitern werde. Ich werde ganz viele Videos in diesem Schuljahr machen dazu, zur ZP10, wie man sich am besten darauf vorbereitet. Ich habe auch schon einige Videos gemacht, aber dazu gleich später. Erstmal fangen wir an mit dem Wichtigsten. Wann findet die ZP10 statt? Deutsch schreibst du am 19. Mai und die Nachschreibeklausur ist am 1. Juni. Am 20. Mai, also einen Tag später, schreibst du schon Englisch. Und am 2. Juni natürlich dann die Nachschreibeklausur in Englisch. Am 27. Mai schreibst du Mathe und am 8. Juni dann die Nachschreibeklausur. Die Notenbekanntgabe ist am 10. Juni. Die mündlichen Prüfungen sind zwischen dem 16. Juni und dem 28. Juni. Jetzt zur To-Do-Liste. Wenn du bei Google ZP10 eingibst, dann kommst du hier auf eine Seite, da steht dann Standardsicherung NRW und da findest du, wenn du dich ein bisschen durchklickst, alle möglichen Informationen. Mein Job, warum ich diese Videos mache, ist, dass ich dir das etwas verständlicher machen möchte, weil das sind lange Texte für Erwachsene geschrieben und ich finde, wenn ich dir das Wichtige rausziehe, dann geht das auch. Erster Punkt auf deiner To-Do-Liste ist, schau meine Videos. Zweiter Punkt ist, schau dir die alten ZP10 an. Ich habe auch schon Videos zu alten ZP10 gemacht, wo ich die durchgearbeitet habe, vor allen Dingen in Mathe. Dann, ganz wichtig, wenn du diese Seite bei Google ZP10 gesucht hast, dann kannst du auch hingehen und kannst bei deiner Schule Zugangsdaten bekommen. Das ist normalerweise eine sechsstellige Ziffer und dann irgendein Kennwort. Das gibt dir deine Schule oder es ist irgendwo in deiner Schule ausgehängt, dass du da rankommst. Für Mathe, ganz wichtig, schau dir schon mal die Formelsammlung an. Guck dir an, was auf diesen 6 Seiten Formelsammlung drauf ist. Die Formelsammlung werde ich unten verlinken in der Beschreibung. Also guck rein. Außerdem habe ich dazu auch schon ein Video gemacht, werde ich auch verlinken. Vielleicht hilft dir das ein bisschen. Und für Englisch würde ich dir schon mal als Tipp geben, guck dir englische Serien auf Netflix oder Amazon Prime an oder was auch immer du halt eben an Streaming hast. Guck dir YouTube-Videos an, guck dir englische Nachrichten an. Wichtig ist, dass du diese Sprache ins Ohr reinbekommst. Das war jetzt erstmal der Anfang. Wenn du das schon mal tust, dann hast du schon mal einen guten Schritt gemacht, wie du die ZP10 gut schaffen wirst. Und alles Weitere kommt in den nächsten Videos. Also von daher, gib mir einen Daumen hoch. Gib mir ein Abo, dann verpasst du auch kein Video, weil es kommen bestimmt noch mehr. In diesem Sinne, bleib dran, bleib gesund, die Lernsnacks. Tschüss.